So, und es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge von Motorradreise TV. Aber bevor es losgeht, ich sehe immer wieder auf YouTube, dass ihr ganz fleißig Motorradreise TV in die Suche eintippt und dann unsere Videos anschaut. Freut mich natürlich sehr, aber macht es euch doch einfach. Hier unten unseren Kanal abonnieren, Glöckchen anklicken und dann wisst ihr über jedes neue Video von uns Bescheid. Und jetzt geht's los. So, da ihr ja jetzt alle fleißige Abonnenten seid, kann es losgehen. Ja, und wir haben wieder einiges für euch im Programm. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir waren in Marokko zum Test der neuen Triumph Tiger 800. Dazu gibt es den kompletten Testbericht als separates Video jetzt schon auf unserem Kanal. Jetzt in dieser Sendung zeigen wir euch nochmal einen kurzen Teaser. Dann waren wir unterwegs mit Honda und der Africa Twin, Adventure Sports Africa Twin, dem Update und dem XADV in Spanien. Und nachher gibt es noch ein Special zum Thema Klamotten. Und ich würde sagen, für all die, die es noch nicht gesehen haben, gibt es jetzt den kurzen Teaser von der Triumph Tiger 800 aus Marokko. Ihr seht es wahrscheinlich hinter mir, es schneit mal wieder bei uns und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich eine Einladung bekommen habe von Triumph, nämlich zum Pressetest für die neue Triumph Tiger 800. Das wird nämlich in Marokko sein. Also, für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, wir verlinken es hier oben in der Infokarte, unten in der Beschreibung. Da packen wir auch nochmal alle drei Teile. Drei Teile sind es nämlich vom Test der Tiger in Marokko mit rein. Aber es geht direkt weiter. Aus Marokko zurückgekommen, sonntags und montags direkt wieder am Flughafen gewesen. Zusammen mit Canan. Ja, und ich würde sagen, jetzt geht's ab nach Spanien. So, das Team ist wieder komplett. Gestern Abend zurück aus Marokko und heute direkt morgens wieder zum Flughafen, jetzt in Düsseldorf und ab geht es nach Malaga, von da aus nach Granada. Dann steht nämlich Honda auf dem Programm mit der neuen Africa Twin Adventure Sports, mit dem Update der Africa Twin und dem XADV. Also mal wieder volles Programm, kurz durchatmen hier in Düsseldorf und dann sehen wir uns gleich unten in Spanien. Bis später. So, jetzt willkommen hier aus Granada in Spanien. Wir sind gut angekommen und ihr seht schon, hinter uns ist schon einiges los. Wir haben drei neue Modelle hier zu testen. Einmal das Update vom XADV, das Update von der Africa Twin und natürlich, ihr seht sie da hinten, die Africa Twin Adventure Sports. Also drei neue Bikes für 2018 hier. Und jetzt gibt es erstmal das obligatorische Programm. Das bedeutet die technische Präsentation. Und jetzt bekommen wir erstmal alle Infos, was hat sich geändert, was sind die technischen Daten. Bis ins kleinste Detail und ich würde sagen, für euch gibt es jetzt erstmal die drei Modelle im Update in der Übersicht.
Also einen wunderschönen guten Morgen hier bei 1 Grad und ihr seht's, wow, überall Africa Twin Adventure Sports. Damit geht's jetzt los. Heute Vormittag waren wir noch auf der Straße, deswegen auch natürlich Straßenbereifung drauf. Und heute Nachmittag geht's ins Gelände und ich werde nicht alleine fahren, denn Janan fährt nämlich mit mir und Jens ist auch dabei mit seiner Freundin. Und dann machen wir den ersten Sozius-Test der neuen Adventure Sports hier. Die ersten paar Kilometer liegen hinter uns, die ersten paar frostigen Kilometer, muss ich sagen. Also es ist echt noch bitterkalt und jetzt war eben noch ein bisschen Schongang angesagt, weil teilweise noch Raureif auf der Straße liegt und haben eigentlich jetzt unseren ersten Fotopunkt oder hätten jetzt gerade eigentlich unseren ersten Fotopunkt, aber wir warten noch ein bisschen, bis die Straße ein bisschen aufgewärmt ist, nicht mehr ganz so nass und der Raureif auch weg ist. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken und dann geht's rauf zur ersten Fotokurve. Ja, und jetzt gerade unterwegs auf der Adventure Sports und Janan mit hinten drauf und ich muss sagen, das macht schon von vornherein einen sehr guten Eindruck. Also wir sind Kurven gefahren, wir sind ein kleines Stück Autobahn gefahren, hier ein bisschen Landstraße und sowas. Also eigentlich mal alles so durchbewegt auf der Maschine und die Sitzposition ist sehr angenehm, muss ich echt sagen. Sehr hoher Sitz, das freut mich sehr auf jeden Fall. Und ja, was kann ich noch sagen? Quickshifter haben wir mit dran als optionales Zubehör, den habe ich eben auch schon ein bisschen ausprobiert. Der funktioniert ganz gut und ja, jetzt ist natürlich erstmal hier hinter uns irgendwie große Rate- und Bastelstunde angesagt, weil mit den neuen Riding Modes, die es gibt und den ganzen Einstellmöglichkeiten, jetzt 6-fach oder 7-fach verstellbare Traktionskontrolle, ja, da hat man schon ein bisschen was zu tun hier und ich werde mich auch gleich mal durchs Menü durchfummeln, wenn wir jetzt wieder gleich auf die Strecke gehen. Und ich würde mal sagen, alles, was das neue Display kann, das zeigen wir euch jetzt. Das neue Display ist jetzt einteilig und auf den ersten Blick, da muss man sich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Alles, was man während der Fahrt so braucht, wird natürlich hier angezeigt. Interessant wird's aber in der Mitte und da sehen wir die Werte für P wie Power, EB wie Engine Brake und T wie Traction Control. Neu in der Africa Twin mit Throttle by Wire sind die Fahrmodi Tour, Urban, Gravel und User. Die lassen sich über die Knöpfe am linken Lenkerende einstellen. Dazu aber später noch mehr in den technischen Daten. Eingerahmt wird das neue Display von einem Sonnenschutz oben. Schöner wäre allerdings noch ein TFT-Display gewesen. Das wäre wirklich Endstufe, das bei Gegenlicht vielleicht sogar noch ein bisschen besser ablesbar gewesen wäre. So, ihr habt es gesehen, das neue Display, ganz schön viel Informationen auf etwas weniger Raum. Also man muss sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen und zurechtfinden. Und wir werden auch gleich mal sehen, wie ist es denn so, wenn die Sonne ein bisschen höher steht mit der Lesbarkeit vom Display. Naja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Action für euch. Wir fahren jetzt nämlich rauf zum ersten Film- und Fotopunkt. Und ja, dann lassen wir es mal ein bisschen krachen. Und im Anschluss gibt es dann für euch einmal die kompletten technischen Daten hier von der Adventure Sports im Überblick. Oh, es ist noch richtig kalt. Also ich halte die GoPro in der Hand fest und meine Finger sind richtig eingefroren und ich hoffe, dass wenn die Sonne gleich rauskommt, noch mehr Wärme durchsickern lässt, dann wird es, denke ich, auch viel, viel besser. Und ja, aber es macht bis jetzt Spaß, die Landschaft ist voll geil, die Strecke ist geil, nur man muss erstmal noch vorsichtig sein. Bin ich froh, dass ich nicht selber fahre und der Stefan das macht. Hinten drauf sitze ich relativ tief, weil ich ja auch klein bin und die Sitzbank für die Sutja ist eigentlich eine gleiche, eine Ebene wie von dem Fahrer. Aber es fühlt sich total gut an. Also ich kann da hinten rumhampeln, wie ich es immer mache und für mich selbst. Liegt aber am Fahrer, glaube ich. Thank you.
Nachdem die ersten flotten Kurven hinter uns liegen, da geht es jetzt um die technischen Daten der neuen Africa Twin Adventure Sports. Zum Motor. Nach wie vor haben wir hier den 95 PS starken Parallel-Twin mit ganz ordentlichen 98 Newtonmeter Drehmoment. Aber es ist nicht alles beim Alten geblieben. Der Ansaugweg im Luftfilterkasten wurde verändert. Es gibt neue Ausgleichswellen und einen neuen Auspuff mit etwas weniger Volumen, dafür aber einem echt kernigen Klang. Wichtigste Neuerung in der Africa Twin und auch in der Adventure Sports ist die elektronische Drosselklappensteuerung Throttle by Wire. Und mit der kommen jetzt vier verschiedene Riding Modes in die Twin, nämlich Tour, Urban, Gravel und der individuell einstellbare User Mode. Die Fahrmodi unterscheiden sich in den Einstellungen für Ansprechverhalten des Motors, also wie viel Power kommt bei welcher Drosselklappenstellung an, den neuen Einstellungen Engine Brake, also in drei Stufen einstellbare Motorbremskraft und dem Setting für die Traktionskontrolle oder, wie es Honda nennt, Honda Selectable Torque Control. Während die Werte für Power und Engine Brake in den Modi Tour, Urban und Gravel fest voreingestellt sind, kann man im User Mode das Ganze selbst nach Belieben konfigurieren. Die Traktionskontrolle arbeitet zusammen mit der elektronischen Drosselklappe jetzt deutlich feinfühliger beim Einregeln, also dann, wenn die Elektronik anfängt einzugreifen. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt, dass die Twin immer noch kräftig zubeißen kann, wenn man das Gas aufgedreht lässt und die Elektronik irgendwann wieder grünes Licht fürs Hinterrad gibt. Das läuft irgendwie noch nicht so smooth wie erwartet, aber trotzdem ein deutlich verbessertes Feature hier in der neuen Twin mit Throttle by Wire. Insgesamt in 7 Stufen einstellbar plus aus, also da kann man sich wirklich je nach Untergrund an sein Wohlfühl-Setup rantasten. Wenn wir uns die Adventure Sports ansehen, dann haben wir hier auch etwas veränderte Dimensionen vor uns. Sie ist höher als die Standard-Twin und zwar um 50 mm in der Sitzhöhe bei jetzt einstellbaren 900 bzw. 920 mm. Das kommt zum einen durch den höheren Sitz, aber auch durch das veränderte Fahrwerk, dem Honda 20 mm mehr Federweg spendiert hat. Damit haben wir vorne 224 mm und hinten 240 mm. Bis zur Unterkante vom neuen Aluminium-Motorschutz gibt Honda eine Bodenfreiheit von 270 mm an. Auch der Lenker wurde hier nach oben verlegt, 32,5 mm höher als in der Standard-Twin und mit 6,5 mm etwas weiter nach hinten verrutscht. Genau das, was ich mir zum Fahren im Stehen gewünscht habe. Dem kommen auch die neuen breiteren Fußrasten zugute, die jetzt auch an der Standard-Twin für 2018 ihren festen Platz bekommen haben. Was haben wir hier noch? Ganz klar der neue 24,2 Liter Tank hier auf der Adventure Sports. Und das sind 5,4 wertvolle Liter mehr für die Reise. Und somit könnt ihr die 500 Kilometer Marke zwischen den Tankstops ins Auge fassen. Ebenfalls Serie sind hier die Griffheizung, das hohe Windschild und die neue stabile Gepäckbrücke am Heck. Auf eine Sache verzichtet Honda aber nach wie vor, nämlich den Tempomat. Der würde nicht so zur Maschine passen, sagt man uns auf Nachfrage. Naja. Also in Sachen Fernreise und Geländetauglichkeit deutlich aufgewertet, aber immerhin mit 243 kg in der Version mit manuellem Schaltgetriebe und 253 kg mit DCT. Schon ein ordentliches Paket, was wir da gleich durchs Gelände wuchten werden. Ob sich das Gewicht Honda-typisch wieder in gefühlt Luft auflöst, sobald die Kiste rollt, das werden wir gleich sehen. So, es ist mal wieder Zeit für meine Mütze, denn hier ist es windig und kalt. 5 Grad zeigt das Thermometer und wir ziehen hier fleißig Linien in den Schotter auf der neuen Adventure Sports. Und was ich eben gesagt habe, die Änderungen an der Ergonomie, das heißt andere Fußrasten, ein bisschen andere Position, ein bisschen breiter, der höhere Lenker etwas mehr zum Fahrer hin, das passt wirklich gut fürs Fahren im Stehen. Und gerade was hier auch gut getan hat, ist das Update in der, ja, im Fahrwerk, also mehr Federweg, mehr Bodenfreiheit. Da kann man es doch nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen härter zur Sache gehen lassen. Was auch super ist, sind jetzt die 7 Einstellmodi in der Traktionskontrolle, also von 1 bis 7 oder dann sogar noch aus, dann hätten wir 8 Modi. Da kann man wirklich seinen Wohlfühlmodus irgendwo rausfinden, was das Sliden mit dem Hinterrad angeht. Außerdem auch sehr schön hier im Offroad zu testen, die Einstellmöglichkeiten mit der neuen Ride-by-Wire-Steuerung, was die Power-Mappings eben angeht. 1, 2 oder 3, volle Power, mittlere Power und etwas weniger Power für den Gravel Mode im Ansprechverhalten. Das Ganze kann man sich dann noch mal individuell zusammen
Stellen im Rider-Mode. Also wir haben jetzt insgesamt den Tour-Mode mit der meisten Power, dann haben wir einen Urban-Mode mit etwas weniger Power, den Gravel-Mode. Da ist es etwas runter reduziert und dann eben als vierte Option den Rider-Mode, wo man sich individuell zusammenstellen kann. Zusammen mit der Traktionskontrolle, dem abschaltbaren Hinterrad-ABS hat man jetzt hier also wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie man die Kiste fahren kann. Beides natürlich für die manuelle und auch für die DCT-Version. Also macht einen Riesenspaß mit dem Ding und ich würde sagen, schaut euch einfach mal die Bilder an. Also, willkommen zurück nach Fahrtag Nummer 1 und jetzt habe ich den Jens mit dabei. Wir sind Hallo. Heute den ganzen Tag zusammengefahren und gerade nochmal für euch, wir stehen hier quasi neben Urahn und ja, neuester Auflage. Es hat sich was getan auf jeden Fall, ne? Wie man erkennen kann. Ja, es hat sich getan. Erzähl mal über den Tag, was hat dir gut gefallen, was haben wir heute gemacht eigentlich? Was haben wir gemacht? Wir sind ja wieder richtig schön gefahren. Hatten auch beide Varianten da. Einmal die mit dem Doppelkupplungsgetriebe, sehr angenehm. Das Motorrad kenne ich sehr gut. Ja. Update 2018, viele Neuerungen, geänderter Luftfilter, ein paar Sachen im Motor sind geändert. Ganz neues Feature, gefällt mir richtig gut, mit dieser Schaltautomat, mit Blipperfunktion. Ja. Ja. Da schlägt mein Herzlein höher. Mhm. Wir haben so einen Preis gehört von 400 bis 600 Euro. Sowas. Steht noch nicht ganz fest der Preis. Also optional hier die manuelle Version mit Quickshifter. Und rauf und runter ist das Ding echt eine Freude. Onroad und Offroad funktioniert das Ding ganz gut. Ja, ansonsten natürlich wieder viele neue Einstellmöglichkeiten. Ich habe es eben schon mal kurz erklärt. Gerade so Traktionskontrolle, wo warst du jetzt im Gelände unterwegs? Ich habe die Traktionskontrolle wirklich ausgeschaltet. Mhm. Ich muss ein bisschen zurückrudern. Erst habe ich gemeint, so sehr intuitive Einstellmöglichkeiten. Doch wenn du so ein bisschen ins Detail gehst, dann wäre es nicht schlecht, die Gebrauchsanleitung zu lesen. Ich bin dann irgendwann hängen geblieben zwischen den Unterprogrammen, wo man dann quasi den Fahrmodus nochmal fein einstellen kann. Ja. Da hat es bei mir gescheitert, leider. Sonst wäre es vielleicht noch lustiger gewesen. Also mehr Technik, RTFM, sage ich nur. Read the fucking manual. Manchmal hilft es. Ja, der ist gut. Der ist gut. Ja. Und ich meine, ne, wenn man sie jetzt optisch nebeneinander sieht, man sieht die Ähnlichkeiten. Da der Papa, hier quasi die Neuauflage. Aber ist schon schön, dass die das so angeglichen haben einfach. Ne? Ja, also ich finde es richtig gut gelungen. Wir haben einen geilen Tag gehabt. Ja, und morgen geht es weiter im Programm. Ja, genau. XADV. XADV und noch die Standard-Africa-Twin mit dem Update für 2018. Genau. Ja. Also haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ja, heute keine Präsentation, ein bisschen Zeit. Ich glaube, jetzt ist erstmal Staub abduschen angesagt bei uns. Genau. Der Herr Sauter hat mich noch eingesaut. Auf den letzten Schluss. Metern, ja. Auf den letzten Metern. So ist das. Genau. Nur für euch. Genau. Also, dann sage ich Tschüss für heute und bis morgen. Tschüss.
Canan wollte ja unbedingt den roten haben, als wir hier auf den Platz gekommen sind. Und zack, was haben wir bekommen? Den roten. Also, mal wieder CRF Rally Style, heute auf XADV. Und ich würde sagen, wir lassen es gleich mal ordentlich. Also das war gerade die XADV-Fahrt aus der Hölle. Ich sag's euch, wir hatten so einen Sturm gerade auf der Strecke und ich habe die GoPro am Helm nicht angekriegt, weil der Knopf irgendwie eingefroren ist. Boah, wir waren nur so und dann ewig viele Bodenwellen. Canan hinten drauf. Ja, geht. Muss man aber nicht jeden Tag machen. Zurück von Fahrtag Nummer 2 hier bei Honda in Spanien und heute, ihr habt es gesehen, war der XADV dran und das Update für 2018 von der Standard Africa Twin. Gestern also das Adventure Sports Programm mit der großen Schwester von dieser hier und heute das Update für 2018 gefahren. Ja, los ging es heute Morgen mit dem XADV, ihr habt es gesehen, bei minus 1 Grad, das war verdammt kalt und ich muss echt sagen, da regungslos auf der Autobahn zu hocken und 20 Minuten da irgendwie so zusammengekauert. Boah, mir sind fast die Finger abgefroren. Bin ja normalerweise nicht so ein Jammerlappen, aber heute hat mir echt die Griffheizung gefehlt an der Kiste. Ja, und dann ging es runter von der Autobahn über die Straße der Hölle. Also Fallwinde aus den Bergen, richtig windig, dazu enorme Bodenwellen. Leider ist unsere GoPro ausgefallen, sonst hätten wir das gefilmt. Die hat es dann erst wieder irgendwann getan, als wir am ersten Fotopunkt an waren. Schöne kurvige Straße und da ging es dann rauf und runter mit dem XADV. Dann haben wir gewechselt hier auf die Standard Twin für 2018. Ja, und da hatten wir richtig Spaß mit. Ja, was hat sich geändert an der Standard Africa Twin für 2018? Also auch hier das neue Throttle-by-Wire-System mit drin. Das bedeutet, auch hier gibt es alle vier Fahrmodi. Die Traktionskontrolle auch in 7 Stufen einstellbar, also auch das Display, genau wie bei der großen Schwester bei der Adventure Sports. Natürlich haben wir hier den kleineren Tank, also nach wie vor 18,8 Liter hier drin. Was hat sich noch geändert? Ja, wir haben etwas breitere Fußrasten und das tut natürlich jedem gut, der gerne mal im Stehen fährt mit so einer Maschine. Also das ist im Vergleich zum Vorgänger deutlich besser geworden. Der Lenker ist nicht ganz so hoch wie bei der Adventure Sports, aber hier auch eine Lenkererhöhung rein und dann seid ihr auf der guten Seite. Der Sound ist übrigens richtig klasse hier von der neuen Maschine, weil auch hier natürlich der neue Auspuff dran, ihr seht ihn gerade nicht, ist nämlich hier auf der Seite. 4 Liter anstatt 4,5 vom Volumen, 2 Kammern anstatt 3 Kammern und da kommt ordentlich kerniger Sound raus. Das heißt, wenn man damit unterwegs ist, das macht einfach Hölle Spaß, damit aufzudrehen. Auch hier wieder mit dabei gehabt den optionalen Quickshifter und das Ding macht
richtig Spaß. Der Preis dafür als optionales Zubehör soll irgendwo zwischen 400 und 600 Euro liegen. Die Preise sind noch nicht ganz bekannt. Wir hoffen, dass die dann eben auch bald hinterherkommen. Aber der Quickshifter hier in der Africa Twin mit manuellem Getriebe, der hat richtig Spaß gemacht. Und ja, was kann man noch sagen? Das Fahrverhalten, ich bin sehr überrascht von der Abstimmung der Federung. Ein bisschen was hat sich irgendwie geändert an ja, der Oberflächenbeschaffenheit der Gabelrohre. Das heißt, noch ein bisschen feinfühliger und jetzt auch sehr gut abgestimmt. Also beim Standardmodell, beim Vorgänger, ja, da hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich keine Luft auf dem Reifen. Da habe ich verschiedene Setups mal durchprobiert, bin aber nie so richtig glücklich geworden. Das hat sich auf jeden Fall richtig deutlich verbessert. Also auch mit Janan hinten drauf heute den ganzen Tag gefahren. Vorne war das Ding super stabil. Ja, das ist das Update für 2018. Also interessantes Bike nach wie vor. Wie sich die Adventure Sports gegen die hier schlagen wird, muss man einfach mal sehen. Ich bin gespannt. Die Adventure Sports natürlich für all diejenigen, die mehr auf Reisen gehen wollen, die den größeren Tank haben wollen, die natürlich dann mit voller Beladung und sowas mehr Bodenfreiheit, mehr Federwege haben wollen. Da ist die Adventure Sports doch schon eine gute Wahl. Aber ansonsten natürlich auch nach wie vor die Standard Africa Twin, ein sehr interessantes Bike im Bereich der Adventure Bikes für 2018 und die Updates, die wir jetzt hier haben, die sind auf jeden Fall gelungen. Ja, ihr habt es gesehen und ich habe schon gesagt, die Testsaison hat begonnen, aber wir testen nicht nur fleißig Motorräder, sondern wir testen auch Ausrüstung. In diesem Fall, ihr seht schon, ich stehe hier in kompletter Montur. Heute geht es auch mal darum, ja, was habe ich eigentlich so an? Ja, meine Arbeitsbekleidung ist es wirklich, also nicht nur zum Motorradfahren, sondern ich trage sie natürlich auch bei unseren Jobs, wo wir irgendwo mit dem Motorrad und der Kamera unterwegs sind, andauernd. Ja, seit letztem Jahr habe ich hier die Klamotten einmal von Kopf bis Fuß von Touratec. Damit habe ich schon viel erlebt, insgesamt 12.500 Kilometer mit dabei. Ja, zum Beispiel die Tour zum Nordkap, dann ACT Griechenland bin ich da mitgefahren. Ich war oft in Spanien unterwegs. In Portugal, da auch den ACT-Track gefahren. Und jetzt letztens zum Beispiel, ja, ihr habt es gerade gesehen, Marokko, unser Testbericht von der Tiger 800. Also die ganzen Sachen haben schon einiges erlebt mit mir. Und deswegen jetzt einfach mal ein kurzer Blick darauf, ja, was haben die Klamotten und was habe ich in den Klamotten schon so alles gesehen. Also ihr habt gesehen, wirklich schon viele tolle Erlebnisse hier mit meinem Anzug gehabt. Aber was ist es eigentlich für ein Anzug? Ist der Companero World 2 von Touratec. Und so wie ihn jetzt hier aussieht, ist es die Sommerausführung. Mit dabei ist eben auch noch der Überanzug. Also einmal Jacke und einmal Hose. Eine Gore-Tex-Membran. Das Ganze dann wirklich wind- und wasserdicht. Und für mich reicht es eigentlich das ganze Jahr. Ich bin jetzt nicht unbedingt so kälteempfindlich. Und deswegen im Winter gerne mal hier unten drunter. Ziehe ich mir dann so ein Thermoboy an, also relativ dicke Funktionsunterwäsche. Im Sommer dann eher ja, hier so ein relativ leichtes Shirt. Damit bin ich immer ganz gut unterwegs. Ja, gerade so bei Temperaturen 15 Grad, 20 Grad plus natürlich kommt natürlich die komplette obere Schicht bei mir runter. Und dann bin ich so relativ luftig unterwegs. Ja, und unterwegs heißt natürlich bei uns viel Offroad fahren, ja, viel vom Motorrad absteigen, rumlaufen, filmen. Und ja, da komme ich schon relativ leicht ins Schwitzen. Und deswegen ist bei mir eigentlich immer so der Temperaturbereich jenseits der 20 Grad nach oben der problematische. Darunter ist eigentlich immer alles safe. Ja, und mit dem Anzug fühle ich mich bis jetzt super wohl bei all dem, was wir gemacht haben. Also von wirklich Minusgraden, Schneefall in Norwegen bis über 30 Grad ACT Griechenland, bin ich super zufrieden. Ja, und auch wenn man sich den Anzug mal anguckt, wenn man ihn mal anhat, man merkt einfach schon, das ist einfach was anderes als das, was ich vorher immer so getragen habe. Und was wir da alles so im Detail haben und wie er verarbeitet ist, ich würde sagen, gucken wir uns jetzt mal an.
Also ihr habt es gesehen, ja, die ganzen Nähte, die Materialien, das macht schon wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck, auch jetzt nach der Zeit noch. Und er sieht noch fast aus wie aus dem Laden. Also ich kann nur sagen, ab und zu mal pflegen oder waschen hilft auf jeden Fall. Naja, außen wirklich gerade an den sturzgefährdeten Stellen abriebfestes und reißfestes Cordura-Material. Damit fühle ich mich doch schon relativ gut gesichert. Außerdem jede Menge Sicherheit auch noch innen drin. Sastec-Protektoren, alle CE geprüft, Level 2. Besser geht's eigentlich gar nicht. Ein riesengroßer Rückenprotektor, dann gute Ellbogenprotektoren, Schulterprotektoren, Hüftprotektoren, Protektor für Steißbein und natürlich auch für die Knie. Und ja, da habe ich manchmal so ein bisschen meine Probleme, die nach dem Waschen von dem Anzug da wieder reinzufummeln in die Taschen. Aber wenn man sie dann einmal wieder in der richtigen Position drin hat, dann verrutschen sie eben auch nicht mehr. Gott sei Dank mit dem Anzug noch keinen größeren Crash gehabt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber ich denke, selbst wenn mal der Fall der Fälle eintreten sollte, bin ich hiermit wirklich gut geschützt. Ein weiteres gutes Feature, wie ich finde, ich drehe mich einfach mal um, ist hier noch der integrierte Rucksack. Beziehungsweise hier könnt ihr dann mit Reißverschlüssen nochmal abmachen und auch separat tragen. Und mit der richtigen Falltechnik passt da auch die komplette, der komplette Überanzug rein. Ist ein bisschen fummelig, aber wenn man einmal, wie gesagt, weiß, wie man den zusammenlegt, dann ist das ganz gut. Ja, und wie hat er sich bis jetzt geschlagen nach den 12.500 Kilometern im nicht ganz zimperlichen Einsatz? Bis jetzt also wirklich gut. Die Nähte noch alle heile, nirgendwo aufgerippelt. Das Einzige, was ist, ein Knopf fehlt, und da würde ich einfach mal sagen, 1:0 für meinen Bauch. So, jetzt einmal von hier unten hochgeholt, nämlich mein Helm, natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von meiner Arbeitsbekleidung hier. Und ja, schön verziert, hier haben wir einmal ACT Grease, hier hinten Nordkap, ja, nur einige der Touren, die der Helm schon miterlebt hat. Ist der Aventuro Carbon Helm, Aventuro Enduro X heißt er genau. Wird von X-Lite in Kooperation gefertigt für Touratec. Sehr, sehr leichter Carbon Helm, Cross Helm, also den könnt ihr nur mit Brille fahren, ohne Visier hier vorne dran. 1220 Gramm steht hinten drauf, also ein schöner, leichter Helm. Aufs Gewicht kommt es mir eh nicht an. Außerdem mit meinen Anbauten, die ich dann noch dran habe. Ich habe hier das Sena 20S Evo dran, mein Kommunikationssystem. Hier ist der Halter für die GoPro. Und ihr habt es gesehen, ja, beim Beitrag von Marokko gerade. Ja, damit gekoppelt mit dem GoPro Bluetooth-Pack kann ich hier direkt quasi in meine Kamera reinquatschen. Ja, und ansonsten, ja, Crossbrille habe ich dran mit dem Quick-Straps-System. Und das heißt, ihr habt die Brille so am Helm befestigt. Und könnt ihr wirklich mit einer Hand drauf machen und abmachen, wenn er den Helm aufzieht oder abzieht. Die Brille auch von Touratec bin ich nicht ganz so zufrieden mit, auch wenn sie wirklich auch bei Schmuddelwetter schön beschlagfrei ist. Muss ich sagen, das Sichtfeld nach links und rechts ist doch sehr eingeschränkt. Also da werde ich mir demnächst nochmal eine andere Brille drauf machen. Denn gerade wenn man Schulterblick links, Schulterblick rechts mal macht, sieht man extrem wenig hier mit der Brille. Also da kommt nochmal was anderes drauf und dann würde ich sagen, kann ich den Helm noch eine ganze Weile fahren. Ja, machen wir weiter mit dem, was ich so untenrum an die Füße trage, nämlich meine Stiefel. Das sind die Destino Adventure Boots. Ja, und ihr seht, die haben echt schon ein bisschen was mitgemacht mit mir. Also nicht nur die ganzen Kilometer auf dem Motorrad, ja, sondern eben auch oft absteigen, aufsteigen, mit der Kamera irgendwo sich ins Gestrüpp schlagen, Aufnahmen machen, wieder zurückrennen, sich hinknien. Also ein Enduro-Stiefel, etwas geschmeidiger und weicher als ein reiner Cross-Stiefel, deswegen gerade für sowas ziemlich komfortabel. Und ja, viel Leder mit dran, Kunststoff, ein Schienbeinschoner ist hier noch mit integriert, drei Schnallen, und damit sollte man es wirklich immer fest zumachen. Gerade wenn man im Gelände unterwegs ist, ist es wirklich wichtig, dass der Schuh und der Stiefel wirklich fest am Fuß und am Bein eben sitzt. Dazu gibt es noch die Innenschuhe. Ihr seht, ich habe sie an. Die trägt man nämlich separat. Das Ganze ist natürlich wasserdicht. Muss natürlich auch sein, weil nasse Füße will ich ja auch nicht haben. Und mit dem Innenschuh einfach in den Stiefel reinschlüpfen, aus dem Stiefel rausschlüpfen. Und ihr könnt eben dann auch mal abends somit ins Restaurant gehen. Oder ja, wenn ihr mal Pause habt und die Socken qualmen, dann ist es auch ganz komfortabel, wenn man das so machen kann. Also meine Stiefel haben sich auch bewährt, sehen natürlich etwas mitgenommen aus, dadurch, dass ich damit eben auch viel im Gelände rumlaufe. Eine Kleinigkeit haben wir nämlich noch, nämlich Handschuhe.
hatten wir jetzt letztens noch eine Zuschauerfrage bei unserem Marokko-Beitrag, welche Sommerhandschuhe ich denn trage. Also auch bei kalten Temperaturen mache ich immer lieber dünne Handschuhe und die Griffheizung an, wenn ich eine habe, anstatt dass ich irgendwie dicke Handschuhe habe, weil da habe ich nicht mehr so ein gutes Gefühl für Gas, Kupplung, Bremse. Deswegen eigentlich immer relativ leichte Sommerhandschuhe. Die hier sind von Held. Ich weiß gar nicht, welches Modell das ist, aber ja, relativ basic, dafür aber schön dünn mit viel Gefühl. Ja, und das ist so mein Setup, mit dem ich unterwegs bin. Also Stiefel, Anzug, Helm, Klamotten. Bis jetzt haben sie sich wirklich sehr gut geschlagen und ich würde mal einfach sagen, auf die nächsten 12.000 Kilometer. Und ich hoffe, da kommen noch einige Abenteuer auf uns zu. So, und zack, da bin ich wieder umgezogen. Ja, und das war's auch jetzt von unserer Folge 62. Das war's für heute. Wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Und da werde ich unter anderem die neue BMW F850 GS unterm Hintern haben. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also bald geht es mal wieder nach Spanien. Ja, und bis es soweit ist, natürlich, ne, gebt uns einen Daumen hoch fürs Video, abonniert hier unseren Kanal und folgt uns auf Instagram oder auf Facebook. Dann bekommt ihr auch immer alles mit, was wir so treiben. Ja, das war's von uns für heute und ich sage tschüss, bis bald. Alles Gute, stets gute Fahrt, euer Stefan.